So Leute, hier ist der hessische Fliegenfischer, der Olli von smallrod.com. Hier habe ich mal an ganz Karte die mein neues Spielzeug, das ist hier der Shooting Duck vom Olaf von der Fettflosse, fettflosse.com. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung eines Schnurauffangkorbes. Hat so eine ganz besondere Form. Hier legen sich die, also in der Theorie, hier legt sich die Schnur so in Schlaufen rein und beim Schießen lassen der Leine kommt die hier einzeln wieder raus. Ich probiere es heute einfach aus. Ich habe das Teil das erste Mal in der Hand. Mal schauen, was so passiert, wenn ich es anlege. Ja, es ist schnell angezogen. Es hat einen praktischen Schnallenverschluss. Da kann man das schön passgenau anpassen. So. Ich habe jetzt keinen Köder, dass mir auch keiner sagt, ich gehe hier illegal angeln. Ist nur ein Reifenreiniger. Haken dran, könnte auch ein toller Streamer sein. Nee, fast beiseite. Jetzt wird die Schnur mal ein bisschen rausgezogen. Klar, man braucht ein bisschen Schnur. So, die Schnur ist in der Luft. Ihr seht mich schön wedeln, meine schöne Wedelbewegung. Und dann irgendwann, wenn es dann endlich mal so weit ist, dass die Leine schießt, dann schießt die Leine und schießt schön aus dem Shooting. Ach, was ist schön. Shootet aus dem Shooting Duck. Ja, der Olaf kann's halt. Ich meine, der hat auch schon ein bisschen länger probiert. Trotzdem sieht's so schlecht nicht aus. Ja, das, also die Leine, ganz im Ernst, Leute, die Leine flutscht richtig gut von dem Teil runter. Das ist kein Fake. Ist ja richtig fein. Jo. Bin mal gespannt. Fisch und Da muss da, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Das Teil funktioniert richtig gut. Man muss sich nur daran gewöhnen, dass man eben die Schnur, die man einholt, sauber über den Shooting Duck legt. Das hat man aber nach kurzer Zeit verinnerlicht. Es ist reine Übungssache. Alles raus. So, jetzt wird das Teil mal vorne an den Bauch, geschnallt. So könnte es ja sein, wenn man zum Beispiel irgendwo an der Küste steht. An der Küste steht und einem die Wellen ins Gesicht peitschen. Nein, dann ist wirklich schön. Dann hat man eben den Schnurauffang-Shooting-Duck vor sich an der Wampe hängen. Passt wirklich gut. Also ich meine, sieht stark aus. Aber es rollt sauber ab. Ich bin total impressed. Den Wurfkurs, den kannst du später nochmal besuchen, Olli.
hängt an meiner Hose. So, raus. Ja, geil, oder? Also, man kann nichts anderes sagen, als das Teil funktioniert echt hammermäßig gut. Das Einzige ist halt vom Handling. Man muss sich dran gewöhnen. Die Schnur hier zu fangen und nicht auf den Boden zu werfen. Aber wahrscheinlich hat man es auch gemacht. Der Ton ist deswegen ein bisschen komisch, weil der Wind meine Stimme immer von links nach rechts um dieses Stereo-Mikrofon geweht hat und außerdem die Flugzeuge in 20 Kilometer Höhe oder wo auch immer, vielleicht auch viel tiefer, da gab es halt fiese Turbulenzen. Raus ist es, hammer geil. Mal ein bisschen mehr Spur. Der Olli. Richtig schön schießt zu lassen. Zweimal rum, ziehen, rum, ziehen, rum. Vorbeigeschmissen. Also das ist das Einzige, wo man sich dran gewöhnen muss. Ich laufe richtig dahin zu. Ich glaube, die Flugzeuge, die sind eher 20 Meter über den Platz geflogen. Ja, 20 Meter waren das. Mehr waren das nicht. Ich habe ja die Spurrillen unten in den Reifen sehen können. Aber ansonsten funktioniert das Teil einwandfrei. Seht mal ab von meiner dicken Klauze, aber... Olaf, da hast du wirklich ein geiles Teil entwickelt. Brutal. Ja, und weil es so schön ist, einfach nochmal eine Nahaufnahme, damit man sieht, wie wunderbar hier die Schnur abzieht. Ach, das sind aber auch elegante Bewegungen. Also wahrscheinlich, sag mal, ja gut, ich habe halt jahrelang auch Ballett gemacht. Diese Körperdrehung, die kommt nicht von ungefähr. Ach, welch geschmeidige Bewegungen. Geschmeidig. Ach, schön ist es. Zack und weg ist sie. Zack und der Rest auch noch. Damit man sieht, dass es nicht nur einmal funktioniert, einfach nochmal. Und sogar wenn es Kringelchen gibt, ach, das läuft so sauber da ab, das läuft so dermaßen sauber. Zack und weg mit der schönen gelben Schnur. Und Schuss. Na, wird es noch was? So, einkurbeln muss auch gelernt sein. Kurbel, kurbel, kurbel. Fädel, fädel, fädel. Wedel, wedel, wedel. Schuss. Kann sich nicht satt genug daran sehen, wie sauber dieses System funktioniert. Schöne Schlaufen drüber legen und ab dafür. Thank you.
kann es nicht lassen. Naja, gut. Man muss schon ein bisschen üben. Und da musst du auch noch mal ein bisschen was an der Wurftechnik üben, glaube ich. Also das ist zu weit, zu ausladend nach hinten. Das könnte, die Route könnte, sollte ein bisschen steiler stehen. Der Doppelzug, wenn er dann mal gemacht wird, jawohl, da ist er, der funktioniert gut. Damit kann man auch schön so einen Pfeifenreiniger nach vorne bewegen. Da feilen wir dann. Der Wurfkurs und die Wurftechnik, da machen wir noch was. Da machen wir mal ein anderes, so ein Workshop. Also, da kann ich abschließend nur sagen, Olaf, geiles Produkt. Warum dieses Ding Shooting Duck heißt? Ja, ist ganz klar, oder? Schöner Schnabel hier vorne dran. Das Ding funktioniert sehr gut. Dafür, dass ich das erste Mal benutzt habe, Beine hier immer rein, zack, beim Auswerfen, beim Schießen lassen, knallt das richtig fein raus. Ist ein tolles Produkt. Ich werde es die nächsten Tage mal tatsächlich am Wasser probieren. Danke dir, Olaf. Bis dann, der Olli, der hessische Fliegenfischer, sagt tschö mit Ö und immer stramm Leinche, gell? Thank you.